Ja, guten Morgen. Es ist der 1. Januar 2022 und es ist irgendwie unerwartet warm. Also jetzt, 10 Grad. Jetzt ist es noch nicht so ganz so warm. Ja gut, Anne ist ein bisschen. Aber es soll wärmer werden. Ja. Also die letzten Tage haben wir die Festiv 500 gemacht, Heiligabend bis Silvester. Und gestern Abend dachten wir eigentlich, wir machen jetzt mal ein paar Tage Radpause. Aber dann haben wir gedacht, das Wetter ist ja dann doch so warm. Warum nicht einfach mal noch am 1. und 2. Januar ein bisschen graveln? Ja, das machen wir jetzt. Wir fahren einen Orbit 360. Was genau das ist, erzähle ich euch gleich. Jetzt rollen wir erstmal. Und ja, unser Silvesterabend war mal ganz anders. Fahrräder ins Auto gepackt, Taschen gepackt, ein bisschen Dreisat geschaut, die Konzerte, die da laufen. Ja, und heute Morgen früh aufgestanden. Jetzt gerade haben wir noch die Fahrräder dann aus dem Auto gepackt, aufgebaut. Ja, und jetzt sind wir startklar. Genau. Also, los geht's. So, wir sind jetzt ca. 4 Kilometer gefahren, sind hier gerade auf einem kurzen Anstieg oder längeren Anstieg und dann kann ich mal was erzählen zur Orbit 360 Serie. Die ist entstanden im Jahr 2020 zu Corona-Zeiten, als viele Bike-Events ausgefallen sind und da hat man sich gedacht, machen wir doch auf Deutschland verteilt einige Gravel-Strecken. Im Jahr 2021 waren das 16 und so ist das dann für jeden erreichbar. Und die kann jeder dann halt fahren, wann und wie er möchte und entzerrt dann so, dass das Teilnehmerfeld, dass man mit Abstand und so weiter kein Problem hat. Ja, also in 2021 waren das jetzt 16 Strecken. Wir sind jetzt hier im Taunus, im Komoot Kosmos heißt das. Wir sind auf die 2 Tage, in denen wir es jetzt machen, 3700 Höhenmeter und 185 Kilometer. Ja, man kann das so wie wir fahren, einfach so zum Spaß oder eben auch auf Zeit. Das ist jedem selbst überlassen. Wer dazu mehr wissen will, so kann man auf orbit360.cc gehen. Da gibt es dann mehr Informationen. Da findet man auch die Komoot-Kollektion zu den Strecken. Und das Schöne ist, dass die halt gut gescoutet sind und man kann das einfach so fahren, ungesehen, muss dann nicht noch irgendwas korrigieren oder so. Ja, das lässt sich bisher auch gut an. Wenn man möchte, kann man sich da auch anmelden und dann wird man in eine Rangliste geführt. Das ist wirklich, denke ich, ein ganz schönes Event. Wir fahren jetzt also einen Orbit aus dem Jahr 2021. Die 2022er werden dann andere sein, aber die Serie wird halt fortgeführt und ja, das war das dazu. Ja, das ist schon was ganz anderes als mit den Super Delights. Das waren ja fahrende Sofas. Das ist schon rauer und ja, auch wirklich anspruchsvoller und so brauchen wir halt jetzt erstmal länger, bis wir dann Sicherheit bekommen, gerade Anna auch und ja, aber das wird schon. Die sportliche Herausforderung ist ja auch wichtig für uns, oder die wollen wir. Die ersten Kilometer waren ziemlich schwierig und matschig und das hat anfangs auf die Stimmung geschlagen. Es wird dann aber besser. Hey, du blendest. Wie ist es? Geht so. Geht so. Wir gucken mal. Ja, bisher totaler Nebel. Obwohl wahrscheinlich eigentlich noch die Sonne rauskommen sollte, ne? Ja, an sich. Ich weiß aber gar nicht, was passiert. Ja, und ich habe zwar gesagt, dass man die Route einfach so fahren kann, aber
ist schon anspruchsvoll für uns beide. Ja, jetzt haben wir ungefähr 9 Kilometer von 97 nach einer Stunde. Also das haben wir uns schon ein bisschen anders vorgestellt. Ja, nicht so anspruchsvoll. Ja, jetzt wird es richtig spannend, wie wir das noch schaffen bis heute Abend. Mal was anderes, ne? Normal hat bei uns alles immer funktioniert. Ja, haben wir gesagt, ja. Na, was sagtest du beim nächsten Mal lieber eine Strecke nicht 8 von 10 in der Schwierigkeitsstufe? Dann lass du mal 3 von 10. Ja. Was eine Suppe. Hähne im Wein. Guck mal, es klart ein bisschen auf. Hinten kann man schon den Rhein erkennen. Cool. Ja, ich glaube, der Anfang war besonders schwer. Ja. Und was sagen Sie? Berg. Berg. Scheiße. Schmatz. 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 Schmodder. Dornen. Hose. Aber sich bessernde Laune. Tada, da ist eine Hup-Hup. Ja, nachdem der erste Teil echt anspruchsvoll war, wird es jetzt ein bisschen bekömmlicher. Wir haben fast schon 20 Kilometer jetzt. Aber wir werden wohl in die Dunkelheit hineinfahren müssen. Ja, manchmal verwundert sie mich doch, da fährt sie auf einmal da runter. Ich wäre auch wohl zurückgefahren. Hier ist das Schloss Vollraths. Weiß gar nicht, ob das jetzt am 1. Januar offen hat. Aber auf jeden Fall haben wir keine Zeit für Sightseeing, wir müssen Fahrrad fahren, ne? Ja, schade. Schade, schade. Ja, kurz mal Trinkpause. Wir haben übrigens hier diesen Saddleback Stabilizer. Der ist hier am Sattel befestigt. Geht dann an beiden Seiten hier so und da kann man dann eben noch einen Flaschenhalter dran machen. Zu den Gravelbikes, das sind ja Rose Backroad. Ich glaube, der Tag heute wird schon lang genug. Aus dem zweiten Tag mache ich auch noch ein Video. Dann erzähle ich mal ein bisschen was dazu. Das machen wir morgen. Ja, aber gut zufrieden schon mal. Das können wir schon mal sagen. Ach, ja. Und? Was sagt Anne S? Gerade ein sehr schöner Blick. Ja. Worauf auch immer. Rein. Und ja. Ich hoffe, die Sonne kommt noch ein bisschen raus, so wie gestern. Ja. Wie wohl sie? Ich brauche Zucker. Ja. Ich hier noch Marzipankartoffeln und Sportriegel. Gut. Ja, auch Erdnüsse, glaube ich. Ja, Erdnüsse helfen auch immer. Nicht nur Zucker, ne? Auch ein bisschen Salz. Mhm. Hier ist es richtig holprig. Doing, doing, doing. Ja, ordentliche Steigung hat. Zeigt er mir an. 14, jetzt 10, 11. Naja, irgendwie sowas.
Ja, wir haben jetzt mal vorne das Licht ausgemacht, weil wir noch ein bisschen Akku sparen müssen. Hinten, das Rücklicht hat wohl 30 Stunden Akkulaufzeit. Ich glaube, die werden wir nicht austesten müssen. Nee, bestimmt nicht. Seilbahnüberführung. Wir haben jetzt einen Anstieg von 6,1 Kilometern und machen 308 Höhenmeter. Gut. Hier geht es, glaube ich, hoch. Ja, 4,8 Kilometer noch. Noch 220 Höhenmeter. Ist anstrengend, aber auch nicht zu sehr. Ihr seht, ich kann noch mit einer Hand lenken und filme in der anderen. Anna ist auch hinter mir. Ich muss gerade mal gucken. Naja, hier hoch. Da. Ja, kleine Pause. Ja, die Hälfte vom Anstieg haben wir. Es sind noch 155 Höhenmeter, 3,2 Kilometer noch. Es ist 12.41 Uhr. Oh, was hat es denn gerade? 8 Grad, noch 60 Kilometer, 38 haben wir. Ja, es wird dunkel werden. Und was sagen Sie? Anstrengend. Anstrengend. Also das Schlimmste vom Aufstieg ist geschafft, 900 Meter noch, 28 Höhenmeter. Ja, und ja, war anstrengend. Anna hat gerade ein leichtes Down. Ja, es ist richtig, richtig, richtig Sport. Und man muss schon die Motivation aufrechterhalten. Ja, der Tag ist für uns heute auf jeden Fall eine Herausforderung. Wir hatten bis jetzt ziemlich schottrige Abfahrt und das geht immer ja, sehr auf die Arme, auf die Handgelenke. Anne fühlt sich da unsicher. Aber zusammen schaffen wir das. Es wird halt spät. Wir müssen uns gegenseitig ein bisschen motivieren. Aber bisher kriegen wir das gut hin und ich denke, wir kommen dann heute Abend auch im Hotel an. Oh, ja, geil. Mein Gott. Herrlich. Ich glaube, da unten in den Ort fahren wir gleich mal rein und holen da uns hoffentlich mal einen Kaffee. Weil Kaffee lässt Annes Laune immer heben. Klang, klang, klang. Eine Tankstelle gab es jetzt hier in Lorch nicht. Und dann haben wir gerade jemanden gefragt, der an seinem Balkon stand. Und ja, dann
ist aufgefallen, dass er ein bisschen tattrig war und ich war mir nicht sicher, ob er mich verstanden hat. Ui, ich muss auch mal schalten. Ja, weiter treten, Mario. Ja, und dann verschwindet er im Haus und Anne sagt, komm, wir fahren. Ich sag so, nee, wir warten noch. Ja, eine Minute später kommt er unten um die Ecke mit der Flasche Wasser. Ja. Und hat uns noch ein frohes neues Jahr gewünscht. Also, passt. Ja, der letzte Aufstieg des Tages beginnt. Also noch einmal beißen. Noch 100 Höhenmeter. So, wir sind wieder im Wald. Ja, Regenjacke an als Windschutz und jetzt haben wir den kleinen Anstieg vor uns. Anne ist schon vorgefahren. Ich hole sie hier wieder auf. Und ja. Ja, 40 Kilometer noch. 14.49 Uhr. Das wird bestimmt 18 Uhr. Bisher haben wir eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 11,8, habe ich gerade geschaut. Ja, ordentlich langsam. Aber der Scouter hat schon einen guten Job gemacht. Ja, die Scouterin, Marion Zivnik. Ja, zuletzt hatten wir eine ganz gute Abfahrt mit Asphalt. Ja, und dann mit 50 km/h da runter. Im Unterlenker vorgebeugt, dann kam Schlamm und jetzt, glaube ich, sehe ich ziemlich besuhlt aus. Auf jeden Fall habe ich ein paar Spritzer im Gesicht. Also zu weit nach vorne beugen. Habe ich gemerkt, bringt's auch nicht. Oh, davon brauche ich auch nicht. Fleisch. Übermäßiger Konsum von der Fetsch. Nicht gut. Nicht gut. Aber das ist hier nicht übermäßig. Mhm. Ja, die Räder sehen ganz gut aus, ne? Mhm. Ah, Endspurt, huh? Für den Tag. Ja. Letzten Sonnenstrahlen noch genießen. Ja, 34 Kilometer noch. Endspurt. Jetzt Zeit bin ich auch. Gerade das Wetter schön. Ja. Ja, wir haben nochmal super Wetter bekommen heute. Morgens sah es ja erst gar nicht danach aus. Da war es neblig. Ja. So, die letzten Sonnenstrahlen gegen 16 Uhr. 23 Kilometer haben wir noch und jetzt freuen wir uns auch wirklich darauf, dass wir ankommen. Die Strecke zum Tag findet ihr auf meinem Komoot-Profil. Der Link zum Profil ist unten in der Videobeschreibung. Nobody said it was easy. Wir haben heute Morgen noch Coldplay gesehen in Sao Paulo. Rein von den Farben her und Lichtern grandios. Absolut.
Ja, Anne macht immer über den Tag auch Riesenfortschritte. Gerade wieder an eine Stelle, wo man gut hätte absteigen können. Fährt es einfach so durch. Ich sag super, sie so, was? Richtig cool. So, nach 80 Kilometern die erste Tankstelle für uns. Da holen wir uns jetzt mal einen Kaffee. In Dachsenhausen. Ja. I love Dachsenhausen. Aber echt, sonst waren wir nur im Grün bisher, ne? Also fast so wenig Zivilisation. Anne sondiert das Süßigkeitenregal. Ja, jetzt ist es 16.33 Uhr. Wir machen mal das Licht an. Ne, kurz nur. Wenn es aus ist, kurz. Drück mal auf den Akku, genau. Und jetzt noch mal kurz. Okay, dann haben wir hier auch noch einen. Gut. Ja. Das ist die Lupine SLAF7. Das ist Straßenlicht wie von einem Auto. Ja. Mit du musst doch deine Maske wieder ausziehen. Ja, mach jetzt. Ja, was ist das denn hier für ein geiler Weg, ey. Ja, kurz hinter Dachsenhausen einfach nur. Megamäßig. Da kommt die Anne. Wenigstens eine Abfahrt mit Asphalt, das liegt ihr viel, viel besser als diese schottrigen, holprigen Sachen. Ja, war übel, ne? Ja, war übel, ne? Ja. Übel, übel, Ute, Schnute, Kasimir. Ups, nicht hinfallen. Okay, so. Letzten 4,8. Hallo? So, wir sind da. Ja, das ist das Coole, wenn man wintertags Fahrrad fährt. Die Weihnachtsbeleuchtung. Ja. So, und da ist das Hotel. Gut, also ja, ganz kurzes Fazit. Also jetzt haben wir 7 Stunden 40 gebraucht für die 97 Kilometer und man kann wirklich sagen, wir haben es geschafft. Ja? Das war schon echt. Aber echt die schlimmste. Ja, was krasseres haben wir noch nicht gemacht. Ne? Die schlimmste Fahrt. Die schlimmste Fahrt. Ja, am Anfang war die Stimmung ein bisschen down, aber später wurde es besser. Naja, so, jetzt gehen wir da rein. Ich denke, ich hoffe mal, hier hat der Dönerladen noch geöffnet am 1. Januar. Das wäre ganz schön. Wir chillen uns aufs Bett, relaxen und dann geht es morgen weiter. Also, bis morgen.